Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zur nächsten Folge vom Euro Truck Simulator 2. Heute mal mit einem getunten Mercedes-Benz Axor 1840. Link natürlich wieder unten in der Videobeschreibung, wenn er nicht wieder geht. Dann ist er wieder weg. So, wir sind heute in Minsk. Ja, wir befinden uns immer noch auf der Russ-Map. Und ja, den hatte ich ja gestern als Mod-Vorstellung. Keine Edeltraut, aber dafür haben wir Muschi am Start. Und ja, wir werden jetzt Leertaste lösen. Dann werden wir mal schön gemütlich fahren. Und zwar 251 Kilometer. Hier mit unserem getunten LKW. In Minsk. Uiuiuiui, das Pfeifen gefällt mir. Und der Trailer ist natürlich auch dazu. Es sind quasi zwei Dateien. Na, lässt er mich? Und das ist der Trailer. Hinten ein Wolf. Mit einer Rose im Mund. So, ja. Ein bisschen übertriebene LKW, ne? Aber der kommt wahrscheinlich wirklich aus der Türkei, der Mod, und deswegen ist er halt ein bisschen übertrieben. Und ich roll nach hinten. Uiuiuiui. So, weiter geht's im Geschäft. Und wir werden jetzt schön gemütlich die... Ey, was ist mit dem los hier? Mitten auf der Straße laufen, ey. Weg ist er. Der hat sich in Luft aufgelöst. Dann werden wir mal schön gemütlich hier langfahren. Ich habe ja gesagt, ein paar Tage möchte ich noch die Russ-Map hier abfahren, bevor ich dann, ja, vielleicht bald wieder auf der Promotz umschwenke oder mal, oh, ein paar Tage nach, Entschuldigung, ja, ja, nach Brasilien gehe. Wer hupt denn hier? Was ist denn hier los, Mensch? Da fahren wir mal hier raus. Kann ja auch hier lang fahren. Ich sehe aber nichts. Die Gardinen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum hupt denn hier die ganze Zeit einer? Verstehe ich nicht. Hier wird gehupt in Russland, ey, ohne Ende. Gib gleich Beule, Mensch. Wer bist du denn hier? Der unbekannte Soldat wahrscheinlich. Okay, da ist auch noch hier ein Kriegerdenkmal. Ihr wisst ja, alles was so noch zu der UdSSR damals gehört hat, hat man ja überall irgendwelche Denkmäler hingemacht. Und ja, das ist halt so. Und jetzt werden wir dann bestimmt Richtung Russland reinmarschieren. Also reinfahren, marschieren, das haben wir damals schon probiert. Nicht nur wir, auch die Franzosen und. Alle haben es nicht hingekriegt. Das ist einfach zu krass. Wahrscheinlich auch zu kalt. So, aber unser LKW wird sich auch hier in Russland wohlfühlen. Der Mercedes Tuning Truck hier in Minsk. So, und ich bin froh, dass wieder alles so halbwegs funktioniert. Wenn morgen alles gut läuft, dann werde ich vielleicht einen Livestream machen. Also wenn ihr das hier seht, ja, dann ist Maximus gerade auf dem Weg nach Hause vom Feierabend. Ja, Dienstag wieder, dann muss ich wieder länger arbeiten. Das freut mich wieder. Aber ich krieg vielleicht Nudeln. Ja, dass Frauchen vielleicht Nudeln macht. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und ja, sie kennt mich ja. Und ich liebe Nudeln. Ich könnte mich reinlegen in Nudeln. Und deswegen drückt mir die Daumen, dass Maximus auch wirklich Nudeln bekommt. Hashtag Nudeln. Und wenn dann Mittwoch ist, habe ich eigentlich vor, so nicht mehr als eine Stunde einen Livestream zu machen, Euro Truck Simulator. Gucken wir mal. Aber jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil ihr kennt mich ja,
Maximus ist so ein richtiges Osterei, der verfärbt sich meistens immer. Aber ich glaube, da geht's Richtung Moskau. Der Blinker könnte ein bisschen lauter sein, ne? Also vom Gefühl her. Ach je, jetzt fängt's an zu regnen. Saurer Regen in Minsk oder was? Oh, mal hier einen Scheibenwischer an. Ach. Was? Die sind verchromt. Ja, ich dachte schon, die sind weiß. So, jetzt aufpassen. Hier rüber. Und dann geht's los, die Luzi. Komm, Baby. Also, wir haben auch jetzt 430 PS hier am Start, ja. Hier machen wir 80 als Tempomat rein. Gut zu erkennen, hier oben 25 Grad sind immer noch 15 Uhr noch was. Und 80 eingestellt. Oh. Müde ist auch ein bisschen, aber ist nicht so wild. Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass der Rechner wieder halbwegs läuft. Und das lag wahrscheinlich doch an der Festplatte. Ich muss dann eh nochmal schauen, dass ich mir jetzt die Tage nochmal eine neue kaufe, wo ich quasi die ganzen Aufnahmen mache. Weil das braucht ja auch immer ein bisschen Performance. Einige Spiele muss ich noch neu runterladen. Die wollte er nicht so richtig rüberziehen. Deswegen, ja, mal schauen, dass wir das alles so ohne große Probleme rankriegen. Und gewisse Spiele werde ich jetzt erstmal nicht wieder runterladen, ja, weil da mir einfach auch die Zeit dann fehlt, ne? Wichtig ist natürlich der Euro Truck Simulator, ne? Den werden wir nicht vernachlässigen. Auf keinen Fall. Aber ist ja schön hier in Russland, ne? Aber jetzt sind wir, glaube ich, Minsk ist jetzt nicht Ukraine, ne? Das ist jetzt wirklich Weißrussland, ne? Ach. Ihr werdet das wahrscheinlich schon in die Kommentare schreiben, wo ich auch nach Stalingrad gefahren bin. Oder besser gesagt, Wolgograd jetzt. Ja, da habt ihr auch ordentlich geschrieben und gesagt, hier, so und so sieht's aus, Maximus. Da hast du schon irgendwo recht gehabt. Und das finde ich schön, das freut mich, wenn dann Leute das schreiben, aber ich kann halt auch nicht so viel, oh Gott. Ich kann aber auch nicht so viel denn antworten meistens, weil mir dann einfach auch die Zeit fehlt, ne? Unser Kunde wartet, okay, lassen warten den Kunden. Der hört doch auf. Ey, das ist ja saumäßiges Wetter hier. Wollen wir gleich mal ein Bildchen machen. Strömender Regen in Russland. Und der andere schafft es nicht zu überholen, ne? Oh, was ist mit dem los? Ha, da kommt er. Oh, habt ihr gesehen, der Blitz? Hilfe! Na, 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 rüber hier. Warte mal, ich will mal, dass der andere LKW mich überholt hier. Ein bisschen rollen lassen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das sind jetzt nicht so viele Kilometer, die ich jetzt fahre. Und jetzt kommt auf jeden Fall der andere LKW. So, komm, komm, komm. Na, na komm. Psi. Ich mach dir Platz. Ah, komm. Ja. Oh. So, jetzt aber wieder. Jetzt ärgern wir mal. Oh, ich muss einen Gang reinmachen. So, können wir den Scheibenwischer wieder ausmachen. Ist ja wieder super Wetter, ey. Naja, toll. Sollte mal öfters drücken. So. Okay. Wieder schönes Wetter. Und wir haben noch 131 Kilometer. Ist gar nicht so weit.
Aber man weiß, wo wir da noch langfahren müssen. Und mal sehen, wann ich jetzt die Pro-Mods testen kann. Ich freue mich schon, wenn es soweit ist, die 2.2 auszuprobieren. Dann werden wir uns die ganzen neuen Features da erstmal alles angucken, wenn es soweit ist. Und dann geht es wieder weiter mit der Pro-Mods. Juhu! Ja, die 2.17 ist ja auch draußen. Ich habe mir aber den Fix noch gar nicht runtergeladen. Kommt noch. Ich glaube, da ist weiter nichts Besonderes dabei, ne? Gegenüber der 2.16. Also, falls ihr das wisst, dann ab in die Kommentare. Ja, das hilft mir natürlich. Damit unterstützt er den Maximus, wenn es da was Neues gibt. Ah, hat er jetzt ein bisschen zu tun hier, Johnny Walker. So. Oh, Baustelle. Ach Mann, ich muss hier rüber. Nee, ich muss ab. Meine Güte, was ist mit mir los? Hilfe, Maximus, du bist auch wirklich. Du stellst da wieder dämlich an hier. So, kommt was? Boah, hier, die ganzen alten Fahrzeuge hier. Geil. Ach, ich muss da mal Bildchen machen. Ich habe nämlich gar keine Bilder mehr. Seit ich jetzt alles auf der neuen Festplatte und die andere jetzt tot gemacht habe, die Festplatte, habe ich nichts mehr. Schön. Mit diesem richtig schön getunten Truck durch Russland. So, aufpassen. Ich muss jetzt hier rum. Ah, der pfeift ordentlich ab, ey. Das gefällt mir. Ach, hier bin ich doch schon mal lang gefahren. Stimmt. Stimmt, hier bin ich schon mal lang gefahren. So, wie viel haben wir denn? Wie viel Kilometer haben wir denn noch? 80. So, jetzt ist eine kleine City hier. Ach, Basketball spielen so. Ja, ich muss immer wieder nach außen schalten, um hier einfach mal zu zeigen, wie schön detailliert das alles gemacht wurde. Mit wie viel Liebe die Mod-Community da am Start ist. Ach, herrlich. Oh, jetzt habe ich einen LKW fotografiert. Aha. So, jetzt ist gut hier. Fotos machen. Man könnte ja eigentlich mal wieder mit DHL durch Russland fahren, oder? Im Livestream. Was sagt er dazu? Vielleicht mit einem MAN-TGS? Mal eine Runde drehen? Oder Schwerlasttransport durch Russland? Oh, hier. KW1 ist doch, ne? Oder ein KW2? Brutales Vieh. Eigentlich ist es mehr wie so eine Feldhaubitz, ne? So ein Riesenrohr. So, jetzt geht schon wieder irgendwie auf der Autobahn. Müssen wir wahrscheinlich die nächste wieder runterfahren. So, schön. Komm, Baby. Gib's mir. Oh, ist dreispurig, super. So. Oh ja, hier die Kornkammer, ne?
Wir sind gar nicht irgendwie nach Russland gefahren, oder? Kann das sein? Also ich habe jetzt keinen Grenzübergang irgendwie mitbekommen. Komisch. So. Oh, warte. Meine Güte, wo sind wir denn hier? Wah! Entschuldigung, da waren Hühner. Ich kann die Gockels nicht umfahren. Dann legen sie ja kein Ei mehr. Tja, die armen Putchens. Und hier, ach. Müllers Kuh macht den Arsch auf und zu. Und da ganz viele. Ach, die ist bestimmt ausgebrochen, der Ochse. Ja, schön. Wunderschönes Russland hier. So, da vorne ist die Endhaltestelle. Okay, wir müssen wahrscheinlich den Berg hier hochfahren. Also ich gehe davon aus, dass er vielleicht am Wochenende Brasilien reinmachen. Könnt ihr es gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir denn nach Brasilien machen oder ob wir noch ein bisschen in Russland bleiben. Aber das können wir auch gerne im Livestream mal debattieren, wo ihr als nächstes hin möchtet. Und in Brasilien ist ja, könnte man ja einen Bus machen, den sogenannten Eurocoach Simulator Tour. Ja, könnte man durchaus machen. Oder wir machen das hier weiter Russland. Also schauen wir mal. Wir könnten ja auch dieses Südrussland machen, ne? Das wäre ja auch mal so eine Option hier, dieses. Sehr ruhig, sehr ruhig, sehr ruhig. Aber ich will immer nicht so viele Maps reinmachen, gerade wenn ich dann, also immer nur eine, ja, so wie mit dem LKW, weil es kann manchmal funktionieren. Ich weiß, dass das dann funktioniert mit der Pro-Mods und der Russ-Map zusammen und. Aber dann komme ich wesentlich auf die Versuchung, von einer Map zur anderen zu fahren, weil viele wissen immer nicht, was für eine Map ich habe. Und im Endeffekt steht das immer nach der laufenden Nummer. Ich weiß halt nicht, welche Nummer, 365, 66, 67, keine Ahnung, welche Nummer wir jetzt momentan haben. Und da steht die Russ-Map-Tour oder so. Und wenn ich jetzt durch Brasilien würde, das war wahrscheinlich Brasilien-Tour, dass ihr halt wisst, die Map ist drinne, ja. Das soll ja so eine Hilfe sein für euch. So, da ist unsere Haltestelle. Ja, super. Und mir wurde ja gesagt, ich soll trotzdem immer einparken. Ja, einparken werde ich jetzt auch machen. Das ist alles kein Problem. Einparken machen wir jetzt. Ne, meistens ist immer denn, wenn es denn zu lang ist, das Video, irgendwann Pumpe, Düse. So. Und dann ist irgendwann die Zeit vorbei, wo ich dann sage, verspätet, ja, weil ich eine Fracht von wo ganz anders geholt habe. Die wäre eigentlich gar nicht so weit gewesen. Das war mit der Mod-Vorstellung. Oh. Was ist jetzt los? Da hat er mich komplett weggesprengt. Ach, hör auf. Naja, dann ist das so. Zack, jetzt steht er wieder. Und tanzt eine Runde. Ja, wir werden aber an dieser Stelle Fisch machen. Wie gesagt, wenn alles gut läuft, werden wir am Dienstag, nee, am Mittwoch meine ich, weil wenn ihr das seht, dann ist Dienstag und Maximus ist fast zu Hause, wenn ihr Punkt 18 Uhr das Video angesehen habt, dann ist er fast zu Hause und freut sich, dass er Nudeln kriegt. Und ja,
dann vielleicht am Mittwoch Livestream Euro Truck Simulator gegen 18, 19 Uhr. So in der Dreh. Ne? Ich hoffe, ihr seid dann auch live dabei. Ich mache jetzt erstmal einen Fisch. Haut rein. Ja, ja, ich soll aufhören mit Hupen, aber... mir egal. Ich hupe trotzdem. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.